Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Kurt Hertel und mein Partner heute ist der Tilman Zwicker. Und ja, Till, worum geht's denn heute eigentlich? Also mein Vorschlag wäre, dass wir uns orientieren an dem, was du mit dem Wolfgang vor einiger Zeit schon gemacht hast, nämlich dieses Video, wie klingt der Tonecap? Da hast du nämlich an einer Stelle eine sehr interessante Beobachtung gemacht, weil du gesagt hast, oh, wenn ich da so einen Zusatzkondensator habe, dann kann ich damit die Mitten ein bisschen mehr hervorholen. Genau, also ich habe eben von euch auch gelernt, dass man diesen den Effekt, den ein Tonregler hat, eben nicht nur im Zusammenhang mit so einem Potentiometer realisieren kann, sondern dass man diese Kondensatoren mehr oder weniger auch über Schalter belegbar machen kann. Und da habe ich mir hier in die Gitarre quasi drei Schalter eingebaut und jeweils einen Kondensator mit unterschiedlichen Werten. Und da ist hier ein 2,2 Nanofarad, 3,3, 4,6. Der Ursprungsklang wäre jetzt der hier. Und jetzt ist so. Nochmal zurück. Das war jetzt der 3,3 Nanofarad Kondensator. Ja. Und damit könnte man sich eigentlich heute mal beschäftigen, woher das kommt und was man damit anstellen kann und bei welchen Spielweisen das besonders hilfreich sein kann. Du hast damals gesagt, Kurt, dass du durch einen Zusatzkondensator eine Art von Mid-Boost erzeugen kannst. Und das stimmt auch. Das kann man ziemlich einfach machen. Und das Angenehme ist, dass es ein Mid-Boost ist ohne Batteriebetrieb. Den hat man direkt an der Gitarre und dann kann man direkt das einschalten und hat die volle Kontrolle drüber. Es ist eine Sache, die könnte man auch mit einem Equalizer erzeugen. Aber ich finde es halt cool, dass man das auch direkt an der Gitarre machen kann. Dazu sollten wir aber ganz kurz in die Grundlagen einsteigen. Und was wir machen, ist, dass wir die menschliche Stimme mal vergleichen mit dem, was auf der elektrischen Gitarre passiert. Und wie die Erzeugung bei der Stimme ist, die Klangerzeugung bei der Gitarre und dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt und dass die Sache mit dem Kondensator da auch eine Parallele haben kann. Und dazu schauen wir uns jetzt mal folgendes Bild an. Hier haben wir links die Erzeugung der menschlichen Stimme und rechts die Erzeugung eines elektrischen Signals mit dem magnetischen Pickup auf der E-Gitarre. Bei der Stimme, da sitzen ja im Kehlkopf die Stimmbänder, und die werden beim Sprechen über Muskeln zum Schwingen angeregt. Das ist also zunächst eine mechanische Schwingung, die Bewegung eines Körpers, ähnlich wie wir mit dem Pick oder mit den Fingern die Saite der Gitarre zum Schwingen anregen. Die Stimmbänder schwingen in der sie umgebenden Luft im Kehlkopf und sie verursachen in der Luft eine Wellenbewegung. Das ist der Schall, der nun zur Mundhöhle weiterläuft und als Stimme den Mund verlässt. Nicht ganz unähnlich ist es auf der Gitarre. Die Saite auf der E-Gitarre schwingt in einem Magnetfeld und sie verändert dieses Magnetfeld im Takt mit der Schwingung und über die elektrische Induktion wird eine elektrische Wellenbewegung im Pickup angeregt. Die Spannung nämlich, die in der Spule des Pickups entsteht und über die Regelelemente in der Gitarre und über das Kabel zum Verstärker weiterwandert. So, jetzt haben wir da ein bisschen Grundlagen geschaffen und was sie da zeigt, ist, dass der ganze Mund-Rachenraum die Stimme sehr stark beeinflusst, den Klang der Stimme sehr stark beeinflusst. Und wenn du jetzt, sprich mal die Vokale nacheinander aus und überleg dir, wie, oder beobachte dabei, wie du den Mund dabei verziehst. Mach mal. A, E, I, O, U. Siehst du? Also da passiert hier sehr viel. Und da wirkt der Mundraum, Mundrachenraum wirkt als Filter. Das bedeutet, dass gewisse Teile des Klanges, gewisse Obertöne im Vergleich zu anderen rausgefiltert werden und andere betont werden. Und das bezeichnen wir eben als Filterwirkung in der Elektrotechnik und sowas Ähnliches gibt es bei der elektrischen Gitarre im Prinzip eben auch. Der Pickup macht auf weitaus weniger wirkungsvolle Weise und auch nicht annähernd so komplex etwas grundlegend Gleiches. Er beaufschlagt das ursprüngliche, von der Seite kommende elektrische Signal unmittelbar mit einer Resonanz.
die die ganz hohen Obertöne, die von der Seite kommen, wegfiltert und die nicht ganz so hohen Obertöne betont. So gibt der Pickup dem Signal, das von der Seite kommend durch ihn hindurchgeleitet wird, einen bestimmten Sound. Ähnlich wie die Mundhöhle mit ihrer Resonanz der Stimme einen bestimmten Sound gibt. Diese Resonanz, die der Pickup generiert, hat übrigens ganz wesentlich damit zu tun, dass die Pickup-Spule durch die aufeinanderliegenden Drahtwindungen einen inhärenten, unvermeidlichen Kondensator beinhaltet, also eine Art eingebauten Toncap. Zurück zur Stimme. Und die kann ich sehr stark verändern, wenn ich zum Beispiel, jetzt hole ich mir ein Utensil, in so einen Plastikbecher hineinspreche. Jetzt ist meine Stimme nämlich verändert, dadurch, dass ich an den Mundraum einen weiteren Resonator, ein weiteres Gegenstand angekoppelt habe, durch den ich durchspreche und der diese Resonanzen beeinflusst und verändert. Und sowas Ähnliches haben wir eben in der Gitarre auch. Das Kabel allein macht schon solche Effekte, weil das Kabel eine Kapazität, einen Kondensator darstellt. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht bloß einen Kondensator nehme, bei der Stimme also einen solchen Becher, sondern mal schaue, was passiert, wenn ich dieses noch weiter verändere, zum Beispiel durch so ein Rohr, dann stellt sich jetzt raus, dass plötzlich eine viel tiefere Resonanz noch dazugekommen ist und wiederum sowas Ähnliches macht ein zusätzlicher Kondensator in der Gitarre auch, der verschiebt diese Resonanzen weiter. Ich habe eben die Stimme durch ein zusätzliches Rohr verändert und auf ganz ähnliche Art beeinflusse ich die Übertragung des elektrischen Signals vom Pickup weg, indem ich den Tonecap oder überhaupt einen Kondensator ankopple. Die Resonanz des Pickup-Systems ändert sich. Sie wandert zu tieferen, genauer gesagt zu mittleren Frequenzen. Erinnern wir uns, in diesem Fall des magnetischen Pickups bedingt die Resonanz eine Betonung von bestimmten Frequenzen, also harmonischen, und ein Wegfiltern von den Frequenzen, die höher sind als diese bestimmten Frequenzen. So, jetzt haben wir rausbekommen, dass man die Stimme durch solche Resonanzen verändern kann, beziehungsweise die Resonanz der Stimme verändern kann und vor allem in einen tieferen Bereich schieben kann. Mhm. Und genau sowas geht eben mit einem zusätzlichen Kondensator in der Gitarre auch. Mhm. Ich wiederhole vielleicht mal an der Stelle nochmal, also das, worüber wir hier sprechen, das haben wir ja eh schon in der Gitarre eigentlich drin, bloß um nochmal vielleicht klarzumachen, worum es geht, weil wir haben ja quasi einen Tonregler, ja, und der Tonregler ist deswegen ein Tonregler, weil da ein Kondensator dran ist, ja, also sowas haben wir quasi in den meisten Fällen in den E-Gitarren eh schon eingebaut. Völlig richtig, wenn man nämlich den Tonregler komplett zudreht auf Null, dann hat der Regler an sich keinen Effekt mehr und dieser Kondensator, der an dem Tonregler dran ist, ist direkt an den Pickup angeschlossen. Mhm. Er wirkt also ganz ähnlich wie dieses Rohr, was ich vorher an meine Stimmbänder letztendlich angekoppelt habe und verändert die Resonanzfrequenz, die Klangfarbe des Pickups weiter, das Filter, was ja gewisse Frequenzanteile, Obertöne betont und andere nicht so sehr und ganz wohl sogar abschwächt. Dieses Filter rutscht in der Betonung weiter zu den tieferen Frequenzen als zu den tieferen Mitten. Mhm. Okay. Jetzt ist es so, dass bei den handelsüblichen Gitarren in den allermeisten Fällen ist ein Kondensator eingebaut, der, wenn man eben das Tonpulli ganz zudreht, ganz tiefen Frequenzen betont. Mhm. Das wäre so, wenn ich jetzt ein 3 Meter langes Rohr hätte und durch das durchspreche, und dann wäre nur ein Mumpf, was am Ende eigentlich herauskommt. Und so ähnlich ist es ja auch leider bei sehr vielen Gitarren. Man dreht den Tonregler zu und dann wird es irgendwie eher mumpfig, die Angelegenheit. Genau, es ist ein toller Effekt, aber man kann das eigentlich nicht wirklich längerfristig benutzen. Genau, außer in einer bestimmten Einstellung, aber da kommen wir später drauf. Später und vielleicht sogar ganz später im nächsten Video nochmal drauf zurück. Ja. Aber im Allgemeinen ist es so, dass eben dieser große, relativ große Kondensator, dass der diese Resonanz sehr weit nach unten drückt und der Klang dann sehr dunkel wird. Mhm. Wenn man einen Kondensator, und das hast du eben beobachtet, indem du ja selbst was eingebaut hast in deine Gitarre, wenn man einen Kondensator von kleinerer Wert hernimmt, dann wird diese Resonanz nicht so weit zu den tiefen Mitten verschoben, sondern bleibt höher.
Und dann ist es plötzlich in einem Bereich, wo das ganz interessant sein kann, vor allem auch, wenn man mit Verzerrung spielt. Weil es unter Umständen klirrenden Höhen, die vielleicht mit der Verzerrung gar nicht so gut zusammenpassen, eine mittlere Anhebung gibt und den Klang etwas sahniger, um den Begriff zu verwenden, macht. Mhm. Und deswegen gucken wir uns das mal in der Praxis an. Mhm. Und ich schlage vor, du schnappst dir mal die Esquire, die wir hier haben. Jawohl. Und wir gucken mal, was da passiert. Genau. Also Esquire hat nur einen Pickup. Mhm. Das heißt, dieser Schalter ist eigentlich, ja, der hat bei der Esquire eine bestimmte Bedeutung, aber die ist hier nicht diese, die er bei der Esquire sonst hätte. Was da der Fall ist, ist im Prinzip in dieser Stellung geht der Pickup direkt nach draußen, hat zwar einen Tonregler und einen Lautstärkeregler, aber die sind so bemessen, dass die fast überhaupt keinen Einfluss haben. Ist alles offen. Wir haben jetzt. Also jetzt haben wir jetzt alles offen, genau. Wir hätten jetzt den richtig klassischen Telecaster-Sound. Wir gucken mal, ob das so ähnlich funktioniert. Also ich würde sagen, ja, okay, sehr heller Sound. Und was wir hier eigentlich haben, ist das, was man bei vielen Fender-artigen Pickups beobachtet. Das sind nämlich die Höhen, die der Pickup von sich aus bringt, dass er sich schon fast ein bisschen beißt mit der Verzerrung. Ja. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn du diesen Schalter in die mittlere Stellung bringst. Also es klingt schon wesentlich weicher hier an der Stelle. Genau, wir vergleichen nochmal mit der ersten Stellung. Was da der Fall ist, ist, dass einfach so ein Kondensator dazugeschaltet wird, der nicht so groß ist wie der diesen Mumpf erzeugt, sondern einer, der einfach die ganz hohen Höhen ein bisschen wegnimmt und die Mitten etwas mehr betont. Das drängt diesen Pickup so ein bisschen mehr in Richtung von Fender, in Richtung Gibson, wenn man es so haben möchte. Und jetzt kann man das natürlich noch stark weiter treiben. Und deswegen ist in der letzten Stellung ist dann ein noch größerer Kondensator, aber kein ganz großer, sondern wieder noch ein bisschen größer als in dieser ersten Stellung. Und der würde dann diese Resonanz noch ein Stückchen weiter nach unten schieben. Und jetzt erinnern wir uns dran, wie das war mit den Vokalen, dass nämlich je nachdem, wie die Mundhöhle beschaffen ist, nicht beschaffen ist, sondern wie sie geformt ist, hat man manchmal ein I und ein E und ein Ö oder ein Ü und ein Wa und solche Geschichten. Und wenn man jetzt den Schalter in die letzte Stellung bewegt, dann merkt man, da kommt so ein vokalartiger Sound raus. Es ist ein bisschen so, wie wenn man ein Wa-Wa in einer fixen Stellung hat. Genau, ich vergleiche nochmal mit die andere Stellung. Ja, das sind schon sehr drastische Effekte. Weißt du gerade auch, was das für Werte sind, die du da jetzt quasi zugeschaltet hast? Wenn ich mich richtig erinnere, war ist in der Stellung... Null. Ist keiner. Und ja. In der nächsten Stellung war es 4,7 Nanofarad. Und in der anderen Stellung, in der dritten, war es 10 Nanofarad. Da muss man aber sagen, man kann das nicht jetzt auf eine andere Gitarre und einen anderen Pickup übertragen. Das ist sehr abhängig davon, wie der Pickup beschaffen ist. Und es ist sehr, sehr stark Geschmackssache. Also ich habe mir das so ausgesucht, dass ich in einer Stellung richtig die kräzigen Pickups, Telecaster-Sound habe. In der Mittelstellung mehr was, wo ich sage, das wäre das eigentlich normal für meine Soli. Ja. Und in der letzten Stellung etwas, wo ich dann einfach einen Effekt haben will, um diesen vokalartigen Sound zu haben. Ja. Aber das kann sein, dass andere Gitarren völlig andere Werte bräuchten, um den gleichen Sound zu erreichen. Beziehungsweise man muss sowieso sich damit beschäftigen und eigentlich sich die Werte raussuchen, die einem selbst dann zusagen. Ja. So hast du es, glaube ich, auch gemacht in deiner Gitarre. Da hast du ja noch mehr Möglichkeiten durch andere Schalter. Genau. Aber so grundsätzlich ist es bei mir schon auch so. Also ich habe zwar hauptsächlich Hamburger getan, aber sagen wir mal so ganz grob so Werte zwischen
1 und 10 oder du hast mal, glaube ich, auch gesagt, zwischen 1 und 15. Ja. Das ist so der Bereich, glaube ich, wo es sich lohnt zu suchen. Genau. Also alles, was größer ist, ja, das ist dann eben der Effekt, wie du vorher schon beschrieben hast. Das sind die Kondensatoren, die dann eben auch meistens in den Tonputis verbaut sind. 22 wäre der typische Wert. Der 22, genau. 47, glaube ich, gibt es auch bei den Single Coils, glaube ich, manchmal. Ja. Aber da wird es dann halt einfach unglaublich dumpf. Ja? Ja. Genau, ja. Okay. Hier schnell ein Blick auf die wissenschaftliche Darstellung. Wir sehen in diesem Bild, wie gut ein Tonabnehmer die verschiedenen Frequenzen, die von der Seite kommen, übertragen kann. Bei tiefen Frequenzen überträgt dieser Pickup der Esquire, den wir gerade gehört haben, ziemlich gut. Bei hohen Frequenzen überträgt er schlecht bis gar nicht. Und in dem Bereich, in dem seine Resonanz liegt, überträgt er besonders gut, was sich hier in dieser Resonanzspitze manifestiert, die bei ungefähr 3,2 kHz auftritt, wenn kein weiterer Kondensator an den Pickup angeschlossen ist, das heißt, wenn nur das Kabel mit dem Pickup verbunden ist. Verbindet man einen 4,7 Nanofarad Kondensator mit dem Pickup, dann rutscht diese Resonanz herunter auf ungefähr 1,2 kHz. Und mit einem noch größeren Kondensator von 10 Nanofarad rutscht sie auf ungefähr 850 Hertz, was dann auch schon in dem Bereich der Formanten der menschlichen Stimme liegt. Deswegen bekommt dieser Pickup dann in seinem Sound eine so vokale Ausprägung. So, Till, wir haben jetzt mal diese verschiedenen Sounds gehört und auch ein bisschen an der Gitarre rumprobiert. Nur falls es jemanden jetzt im Moment interessiert, was ist denn eigentlich ein Kondensator oder wie sieht denn der aus und wie ist denn das so schaltungsmäßig hier verbaut, dass eben diese Klangunterschiede kommen, so wie wir sie gehört haben? Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauteil. Hier ist ein Beispiel. Mhm. Und dieses Bauteil wird angelötet an andere Bauteile. In diesem Fall wird es eigentlich direkt über einen Schalter direkt mit dem Tonabnehmer verbunden. Und zwar so, dass die Tonabnehmeranschlüsse an die zwei Anschlüsse von dem Kondensator angelegt werden. Ah, okay. Und da geht es dann weiter in Richtung Tonpoti und in Richtung Volumenpoti und so weiter. Aber im Prinzip muss dieser Tonabnehmer direkt an den, muss der Kondensator direkt an den Tonabnehmer so angelötet werden, dass hier die beiden Tonabnehmeranschlüsse sind. Dann verändert dieser Kondensator diese Resonanzfrequenz und zieht sie nach unten, mehr in den mittleren Bereich. Okay, also eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit, so einen Kondensator schaltungsmäßig da einzulöten. Super einfach. So, Till, wir haben jetzt ja ein paar so Sounds gehört auf der Tele und ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich eher so ein Humbucker-Typ bin und jetzt ist mir so intuitiv aufgefallen, dass diese Effekte mit den Kondensatoren bei den, ich nehme jetzt mal an, bei den Single Coils, dass das tatsächlich drastischer ist als bei den Humbuckern. Ist das so? Gute Beobachtung. Es ist tatsächlich so. Okay. Die Single Coil Pickups haben typischerweise eine ausgeprägtere Resonanzspitze. Also die Betonung von bestimmten Frequenzbereichen, von bestimmten Obertönen, ist drastischer als normalerweise bei Humbuckern der Fall ist. Und wenn diese Betonung natürlich stärker von Haus aus ist und man schiebt an der hin und her zu anderen Obertönen hin, dann macht sie das mehr bemerkbar. Und tatsächlich ist es so, dass diese Zusatzkondensatoren, die man da einbauen kann, haben einen besonders guten Effekt bei Gitarren, die diese große Resonanzausprägung haben. Das sind natürlich die typischen Fender Single Coils, die Magnete in den Pickups haben und nicht die Magnete irgendwo drunter. Mhm. Es sind Firebird Pickups, es sind gewisse Gretsch Pickups, die in diese Richtung gehen. Okay. Und die klingen von Haus aus alle sehr hell und sind sehr geeignet, um diese Änderungen zu machen. Und manchmal brauchen sie es auch ein bisschen, weil, wie gesagt, manchmal ist einfach der helle Sound, wenn man den verzerrt spielt, klingt nicht ganz so gut, wie wenn man ein bisschen mehr Mitten reinkriegt. Mhm. Und deswegen ist diese Mittenbetonung, die man da direkt an der Gitarre hat, finde ich besonders hilfreich, die einfach schnell einschalten zu können, gerade wenn man sehr hell klingende Pickups hat. Mhm. Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, es gibt auch Pickups, bei denen das überhaupt nicht funktioniert. Also es gibt tatsächlich Pickups, die keine Resonanzüberhöhung haben. Und da gibt es diesen Effekt, wo wirklich diese Filterung passiert, gibt es nicht in dem Sinn. Da wird es, wenn man den
ein C dazu tut, ein Kondensator dazu tut, wird es nur dunkler, der Klang. Mhm. Hat aber nicht diesen Ha- oder Hi-Effekt, der da rauskommen würde. Also insofern. Aber das sind nicht die Pickups, die wir normalerweise verwenden. Das sind eher die schlechteren, die einfach falsche Pickup-Cover haben oder solche Angelegenheiten. Okay, ja. Thema Wirbelströme, auch ein anderes Thema für ein anderes Video. Okay. Vielleicht ganz kurz noch, weil wir gesagt haben, bei den bei Single-Coil-Gitarren oder bei den Gitarren mit sehr starker Resonanz, da ist es besonders ausgeprägt oder besonders hilfreich, das zu haben. Ich muss aber sagen, ich habe auch bei allen meinen Hamburger-Gitarren das eingebaut, weil ich es einfach auch dort hilfreich finde, ein bisschen einen Mittenschub an einer gewissen Stelle zu haben. Gerade bei einem gewissen Soli ist es sehr hilfreich, finde ich. Ja. Gut, dann machen wir erstmal bis hierhin. Alles Weitere gibt es in einem nächsten Video. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tilman Zwicker, Kurt Hertel, alles Gute, bis bald. Ciao. Take care.